Das können wir uns nicht leisten. Oh, den Eis. Eisbrecher. Wo kriegen wir Seelenblumen her und wo kriegen wir Leinstoff her? Das wäre halt wichtig. Aber erstmal das hier. Da brauchen wir noch Geld. 1000. Oh je. Du brauchst was zu essen, Popcorn. Können wir vielleicht jetzt die Kombüse aufbessern? Natürlich nicht. Wir müssen herausfinden, wie wir Leinstoff herstellen. Ich habe keine Ahnung. Geld müssen wir finden. Kommt mal darauf an, was für Braten vom Popcorn benutzt wird. Das ist oft aber pflanzlich. Und was haben wir hier? Profit gegeben, ja. Können wir da mal hin? Dann kommen wir durch den Nebel nicht durch. Natürlich ist Profit gegeben, ja, im Nebel. Tiefe Nebel drin. Schön nochmal die Pflanzen gießen. Ach, die Webstuhl geupgradet. Ich glaube nicht. Haben wir das? Mal überprüfen. Webstuhl. Die können wir auf upgraden. Haben wir gemacht. Fantastisch. Ist der Webstuhl veränderungsbereit? Ich kann viele Stationen verbessert werden. Dazu braucht den. Ah, jetzt können wir durch Stoff. Ja, Fäden zu Stoff. Jetzt können wir da Stoff machen. Danke für den Tipp. Ah, jetzt können wir hier das hier zu. Können wir die jetzt hier verarbeiten? Sehr schön. Sieh an. Leinstoff. Da haben wir's. Das war ein dringendes Material, was wir gebraucht haben. Ein bisschen Geld sammeln müssen wir noch. Aber die Seelenrose können wir noch nicht. Leinstoff haben wir jetzt, brauchen wir noch. Müssen noch wissen, wo wir eine Seelenrose herkriegen. Können wir das Schiff wieder vergrößern. Ich muss gerne erstmal zuschauen, wie du das Leim bearbeitest. Ja, genau. So muss das. Kannst du mir auch sagen, wo man eine Seelenrose herkriegt? Das ist auch noch ein Material, was wir brauchen.
Sehen, du, irgendwas in der Nähe. Irgendwas. Und das mit Sehen, das sah aus wie eine Blume. Was war das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas in der Art. Jetzt geht's zu schlafen. Hat die Schnauze voll. Yay. Profit gegeben, ja, entdeckt. Die bekommst du im weiteren Verlauf des Spiels einfach der Story folgen. Welcher Story? Wir haben jetzt das Problem gehabt, dass wir bei dem einen, bei der einen Seele ankamen, nicht weiter und nichts machen konnten. Nebelstoff, das ist extra noch. Brauchen wir noch mehr, oder noch mehr speziellen Stoff. Ah ja. Ich glaube, für die Schiffsverpassung können wir es schon nutzen. Verschiedene Quests der Passagiere. Bisher machen die nur. Also Passagiere, die wir jetzt hier haben, machen es nur. Aufwerten und so weiter. Hier können wir Dinge kaufen. Weiß nicht, ob ich das will. Eigentlich spare ich jetzt eher für die Schiffsverbesserung. Stella, wenn ich mich recht entsinne. Vergiss niemanden, vor allem nicht, wenn die Passagiere die ganzen Limbs dabei hat. Keine falsche Scheue, sieh dich ruhig um. Aha, was gibt's hier zu sehen? Die Arbeiter kommen in den Betriebsrat oder was machen die dort? Die Zeit ist gekommen, Freunde. Lasst uns die Drohnenranken der Ungerechtigkeit zertrampeln. Lasst uns die fesselnden Stricke der Arbeit zum Niedriglohn verbrennen. Lasst uns die goldenen Mauern der Oberschicht einreißen. Eure Lebensumstände sind schon lange unzumutbar. Es ist an der Zeit, dass ihr euch wehrt. Zeigen wir den Kapitalisten Schweinen, dass Reichtum und Wert durch eure Arbeit geschaffen werden. Ich darf das nicht so laut vorlesen, weil sonst kommt ich, sonst werde ich hier gleich noch wegen linksextremen, jetzt das ja. Linksextremismus. Die Polizei hat da ein bisschen, ist da ein bisschen mehr allergisch. Dass ihr durch euren Profit macht und dass ihr auf eure Kosten lebt. Nieder mit der Oligarchie. Verzweifelt nicht, Freunde. Gemeinsam können wir diesen ungerechten Strom der Bereicherung umkehren. Gemeinsam können wir der Arbeiterklasse endlich wieder zur Macht verhelfen. Mhm. Macht, die ihr verdient habt. Und Wohlstand, von dem ihr profitieren solltet. Es ist an der Zeit, das einzufordern, was rechtmäßig euch gehört, Freunde. Ich möchte seine Sonnenbrille. Ich finde einen neuen. Ich bin nicht bereit, einen Sonnenbrille, einen neuen Geldbeutel. Aha. Oh, hallo. Möchtest du an unserer Demonstration teilnehmen? Unbedingt. Gut, dann los. Da du gerade hier aufgetaucht bist, möchte ich dich meinen kleinen Gefallen bitten. Dort oben findest du den Geschäftsführer dieser Firma. Ist in sein Büro geflohen und weigert sich, es zu verlassen. Mhm. Was für ein Feigling. Versuche ihn davon zu überzeugen, sich seinen Angestellten zu zeigen und ein ehrliches Gespräch zu führen. Wir gehen hier erst weg, wenn sich ihre Bedingungen gebessert haben. Mach doch einen Warnstreik. Sieh das mal an, Sicherungskasten an. Das Glas zerbrochen. Das entspricht nicht den Bauvorschriften. Wenn ich hier der Gewerkschaftsführer wäre, Junge.
dem gierigen Chef würde ich das Maul mit seinen eigenen Schuhen zustopfen. Was, wo sind denn wir hier? Dieses Spiel war bisher so peaceful und chillig. Wo sind wir hier reingeraten? Die große Güte. Zum gierigen Chef würde ich. Jetzt wird es ein großer Umsturz. Jetzt starten wir in der Revolution. Das ist ja hier. Das hat doch das Bild von Antifa. Ja, weiß ich nicht. Hier kommen wir nicht rein. Wie kommen wir da jetzt rein? Dann abgeschlossen. Da steht einer auf den. Kommen wir da irgendwie hoch? Teil der Revolution. Gerade nicht sehr erfolgreich. Kommt man da hoch? Nichts auf Lager. Nur die verdammten Demonstranten schuld. Ich mag die Lieferkette. Versuche nur mein Lebensurteil zu verdienen, verstehst du? Kurz gefasst, ich habe gerade nichts zu verkaufen. Ah, hallo. Junge, ich kann unsere nächste Runde kaum erwarten. Mein Freund Buck hat ein neues Spiel für uns vorbereitet. Sicher wird er uns bald darüber berichten. Können wir irgendwie von oben in das Büro des Chefs reinstürmen? Jetzt haben wir es hier schon hochgeschafft. Ah, da ist er. Geh weg, sagt er. Als Gemälde. Eine Bantanensuppe. Was willst du? Verschwinde von hier. Ich habe nichts Falsches getan. Ich bin es hier, der bedroht wird. Aber als ob die drei Urlaubstage weniger pro Jahr ein Problem wären. Hätten sie sich doch lieber zweimal überlegt, ob sie eine Familie wollen oder nicht. Ach ja, ich bin nicht für die miesen Entscheidungen von anderen Leuten verantwortlich oder für ihren Mangel an höherer Bildung. Die könnten doch froh sein, dass ich die Produktion nicht verlagert habe. Was kommt denn als nächstes? Das ist doch, dass ich noch die Kosten für ihre Krankenversicherung übernehme. Warum sollte ich sie bezahlen, wenn sie nicht arbeiten? Mir doch egal, ob sie einen gebrochenen Arm oder Keuchhusten haben. Wenn sie nicht hier sind, arbeiten sie auch nicht. Können wir irgendwie aufs Dach steigen? Einbrechen? Typischer Boss. Wieder rauf. Irgendwie schaffe ich das immer wieder. Hier geht's rüber. Und ich bin mal ein Fahrstuhl. Können wir noch höher? Hier zu sehen. Das ist doch ein Koffer. Können wir nicht öffnen. Hier kann
man da jetzt hoch? Pfannkuchen. Cool, wir können Pfannkuchen machen. Oh Gott. Tief gefallen sind wir. Was? Wir gehen hier nicht weg. Nicht ohne Verhandlung. Ey, Fahrstuhl. Vermitteln wir jetzt. Du sagst, sie wollen nur verhandeln. Hör mal her. Das wird heiß hier drin. Und außerdem bekomme ich langsam Hunger. Na gut. Du kannst ihnen sagen, dass ich meinen Beschluss zu den Urlaubstagen zurücknehme. Oha, was für ein Sinneswandel. Ich werde hier auf dich warten. Diese Hin- und Hergelaufe. Können nicht mal miteinander reden? Hallöchen. Nein, das reicht nicht. Wir möchten 20% mehr Lohn und volle Arztkostenerstattung. Außerdem eine weitere Woche Urlaub. Sie werden beteiligen am Kapitalertrag. Höhe von 5%. Ich bin hier wohl eure Eule. Das ganze Hin und Her ist ja fast wie deutsche Bürokratie. Ja. Können die miteinander reden? Das hat sie gesagt. Aber. Verdammt, ich muss wirklich mal pinkeln. Na schön. Was auch immer sie wollen. Sagt ihnen, dass sie bekommen, was auch immer sie wollen. Aber sie müssen aufhören, mich Herr Geldsack zu nennen. Verstanden? Okay, und jetzt verschwinde. Ich muss den Schlüssel für diese Tür finden. Na endlich. Er hat also allen Bedingungen zugestimmt. Wunderbar. Du verhandelst ja knallhart, Wildfang. Ich mag dich jetzt schon. Na gut, dank dir ist meine Arbeit hier getan. Ich könnte mit dir auf deinem schicken Schiff reisen. Ich kann es kaum erwarten, meinen alten Knochen mit einem gemütlichen Haus Ruhe zu gönnen. Mit dir als Begleiterin, Wildfang. Wir sehen uns dort. Ah, eine neue Seele. Großartig. Mal echt einen Sozialisten an Bord. Da kommen wir gerade nicht rein. Hallöchen. Hast dir eine schöne Zeit gelassen. Regelungen. Wir haben heute zwei neue Mitglieder bekommen. Das Schiff wird immer voller. So viele Leute auf dem Boot. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Das heißt, irgendwann werden wir wohl jemanden runterschmeißen müssen. Uff. Was für ein merkwürdiges Gefühl. Man sollte ja davon ausgehen, dass jemand in meinem Alter schon das gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das geholfen hat, gefallen hat. Es ist aber allemal besser, als ein gesichtsloser Wicht mit Kapuze zu sein. Diese Umhänge kratzen fürchterlich. Ah, es fühlt sich so gut an, die frische Luft zu atmen. Ich sollte mir ein wenig die Beine vertreten. Und Hunger habe ich auch. Weißt du was? Wärst du so nett und würdest du mir eine kleine Mahlzeit zubereiten? Das wäre wundervoll. Danke, Wildfang. Okay, du kannst dich jetzt an die Arbeit machen. Wie wär's denn mit einem schönen Steak? Nun ja,
ein bisschen verkocht, aber oder und etwas fade. Ach, nicht so richtig. Das passt schon. Danke, Wildfang. Du bist eigentlich der Schatz. Während ich auf dieser Insel war, habe ich nicht viel von der Außenwelt mitbekommen. Wenn man sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir sollten uns dem neuesten Klatsch widmen. Meinst du nicht auch? Oh, aber verstehe mich nicht falsch. Klatsch ist nicht wirklich mein Ding. Wir müssen aber informiert bleiben. Für den Fall, dass etwas Wichtiges passiert. Dafür kenne ich auch die richtige Person. Eine alte Freundin reist durch die Ozeane. Sie kann uns ja sagen, was sie alles zugetragen hat. Hast du Lust auf ein kleines Abenteuer? Nun ja, eine Wahl hast du ja nicht wirklich. Sie sollte irgendwo in dieser Gegend sein. Letzte Zeit hat sie etwas zugenommen. Aber erwähne das bloß nicht. Sie regt sich immer auf, wenn jemand ihr Aussehen anspricht. Besuchen wir sie. Jetzt Beeilung. Und den Älteren zu essen. Eine Umarmung. Och. Och, süß. Klatsch und Tratsch. Eine Umarmung versüßt mir den Tag. Deinen Rand. Die Kombüse vergessen. Ach, Atul. Okay, sie ist beschäftigt. So, mal schauen, ob die Kombüse. Ich glaube, da braucht man diese. Was braucht man dafür? Leuchtgenie, das kriegen wir ja auch hin. Das können wir finden. Können wir unterwegs hinfahren. Können wir in die Richtung mal erkunden. South Point Docks. Fahren wir da mal hin. Und auf der anderen Seite schon nicht weiterkommen hier. Irgendwann kommen wir auch dort lang. Können wir erstmal in die Richtung weiter erkunden. Sieh an. Du bist ein Naturtalent. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Bist nun eine Meisterin, mehr kann ich dir darüber nicht beibringen. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich es selbst mal gerne ausprobieren. Das wird mir auf jeden Fall dabei helfen, mich etwas zu entspannen. Aha. Kommen wir auch nicht weiter, oder was? Skandalös. Eisbrecher brauchen wir. Hier kommen wir auch nicht weiter. Wird Zeit, dass wir das Schiff mal aufbessern. Zuckerrohrsamen. Das wird interessant. Hier ist wohl auch eine Grenze, wo wir nicht weiterkommen. Dann heißt es wohl mal wieder zurück zu Olga. Mal Olga besuchen. Ich glaube, das war die Person, von der geredet wurde. Aber das wäre anders. Danach können wir nochmal bei der Werft vorbeischauen. Mit der Rappel voll auf dem Schiff. Es macht mir Angst, dass hier bald jemanden verabschieden muss. Ein Unwetter.
Nein, jetzt nicht. Weiter geht's. Einfach nicht über den Abschied nachdenken. Vieles wird man. In diesem Spiel geht es um den Abschied. Ich meine, das ist so fies. Ich meine, wir wissen es die ganze Zeit, aber. Irgendwann werden wir Arthur. Wird Arthur uns verlassen. Und die ganzen anderen, die wir schon seit Beginn dabei haben. Ich habe mir mein Haus mal näher angesehen. Es ist etwas spartanisch. Für einen begeisterten Heimwerker wie mich geht das gar nicht. Vielleicht könnten wir es aufwerten mit allen Schikanen. Weiß nicht was genau. Lass mich mal nachsehen. Komm mit. Das Arthur ist mir irgendwie bisher der Liebste. Ich finde, mein Haus ist ziemlich schön. In der Ecke dort wäre eine Dusche nicht schlecht. Die ganze Sägespäne aus dem Sägewerk verursachen Juckreiz. Natürlich liebe ich Sägespäne weiterhin. Erzähl den Sägespänen nicht, dass ich etwas Schlechtes über sie gesagt habe. Nein, es bleibt unter uns. Was hat uns da noch gefehlt? Ach ja, Lichtgelee. Leuchtgelee da. Das machen wir noch. Eine Dusche, das können wir uns leisten. Kannst du haben. Anfeuer vorne, Fleisch. Ich kann nicht mehr reden. Drei Schwestern. Atul ist toll. Atul ist toll. Weißt du, was in meinem Haus noch fehlt? Ein Schreibtisch. Ein paar Werkzeuge. Ja, genau. Ich weiß, dass auf diesem Schiff nicht besonders viel Platz ist, aber das wird immer mehr meine Traumvorstellung. Mein Bett direkt neben den Werkzeugen. Das wäre so, als würden meine Fantasie Realität werden. Ich könnte an meinem eigenen Projekt arbeiten. Vielleicht baue ich etwas für meine Tochter Ashley. Ach, wozu denn, nicht wahr? Ich will sie ja eh nicht mehr sehen. Ich sollte meine Tagträumerei darüber aufgeben. Sitze ich einfach fest. Weißt du was? Gar nicht lustig ist. Ich kann mich nicht mal mehr an ihr Gesicht erinnern. Besorgen wir uns einfach nur einen Schreibtisch und ich werde mir später überlegen, was passen könnte. Ist ja traurig. Was können wir für ihn machen? Schreibtisch, da fehlt mir ein bisschen Metall. Was können wir herstellen? Welches Metall war das nochmal? Aluminium, nee, das haben wir noch nicht. Glaube ich zumindest. Nee, Kupfer und Eisen haben wir bisher. Okay, wo sind wir hier gestrandet? Ach so, es ist Nacht. Jo, das wird hier wirklich gigantisch. Sie ist... Okay. Was hat sie da drüben? Oh, wir sind da. Sie ist hier.